Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Video. In diesem Video geht es um einen Item-Duplikations-Glitch und zwar in No Man's Sky. Dazu müsst ihr erstmal ins Weltall fliegen und sucht euch so eine Raumstation, die ist in jedem System eigentlich. Seid ihr in dieser Raumstation angekommen, speichert euer Spiel automatisch und die Sachen, die ihr dann halt verdoppeln wollt, müsst ihr in euren Schiffsinventar drin haben und die Sachen, die ihr nicht verdoppeln wollt, die müsst ihr dann in euren Exo-Anzug reinpacken. Jetzt zeige ich nochmal kurz, was ich alles habe, und zwar Aluminium, Plutonium, Gold und Zink. In meinem Exo-Anzug ist gerade nichts drin, weil ich halt die ganzen Sachen alle weggeworfen habe, damit ich halt das im Video zeigen kann. Als nächstes steigt ihr dann wieder in euren Raumschiff und fliegt raus. Wenn ihr draußen angekommen seid, reduziert ihr die Geschwindigkeit und wendet einmal stark, dass ihr dann halt dieses Raumschiff vor euch seht und da schießt ihr dann drauf. Wenn ihr drauf geschossen habt, kommen vom Raumschiff so Verteidigungsschiffe und die schießen euch dann ab. Und das ist auch dann genau das Ziel, was wir erreichen wollen. So, jetzt haben euch die Raumschiffe abgeschossen, eure Fracht fliegt draußen im Weltall rum und euer Inventar ist komplett leer. Ich zeig das jetzt nochmal kurz. So, ist alles leer, da ist nichts mehr drin. Und jetzt müsst ihr auf Option drücken, dann geht ihr unter Optionen auf den vorigen Spielstand und den ladet ihr. So, jetzt haben wir den vorigen Spielstand geladen und die Sachen fliegen draußen immer noch rum. Und die Sachen, die wir im Inventar eben gerade nicht mehr hatten, sind jetzt wieder da. Jetzt nehmt ihr einfach ganz normal wieder das Raumschiff, fliegt zu eurer Fracht, die draußen rumfliegt und sammelt diese wieder ein. Und dann habt ihr somit eure Ressourcen verdoppelt. Also wie gesagt, draußen fliegen jetzt die Sachen, wo ihr vorhin abgeschossen worden sind und die Sachen im Inventar sind jetzt durch die vorige Sicherung wieder drinne, weil die Schiffe haben euch erst nach der Sicherung getötet. Also erklärt sich ja auch eigentlich von selbst. So, jetzt seht ihr auch oben eingeblendet 331 Gold, 330 Aluminium und 162 Zink und Plutonium 500. So, das ist es auch eigentlich gewesen. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch, würde mich über eine Bewertung und einen Kommentar freuen und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao!